eher das Zeug zum Rockstar oder zum Filmstar? Was hat er drauf? Und wer ist er eigentlich? David. Hallo. Der Neue bei Schloss Einstein und ich knöpfe ihn mir vor. So habt ihr mich noch nie gesehen. Bei Schloss Einstein, Backstage. Kika Live Schloss Einstein. Wenn du meine Sendung nicht nennst, Alter, dann geht's richtig Ärger. Come on. Hallo zu Kika Live Schloss Einstein Backstage. Mit dem neuen Jahr gibt es auch wieder neue Darsteller auf dem Einstein-Internat. Und einer von ihnen ist der David mit A. Aber im echten Leben heißt er David mit A. Und das ist er. David ist erst vor ein paar Minuten angekommen hier am Set und hat schon einen vollgepackten Schultag hinter sich. Er geht nämlich in die Oberstufe und hat auch noch heute einen Chemietest geschrieben. Und jetzt gleich muss er schon wieder drehen für Schloss Einstein. Also ihr merkt schon, das hier ist harte Arbeit und tatsächlich nichts für Faulpelze. Tada, da ist er, der David. Hi David, hallöchen. Das gehört ja so zum Schauspieler-Dasein dazu, in die Maske zu gehen, egal ob Weibchen oder Männchen. Wie passt das zusammen für dich? Naja, ich finde, man entspannt dabei gut. Vor allem Peggy hat so ein Talent, da fühlt man sich natürlich wie naja, im Himmel, ne? Oh, ich glaube, es ist der erste Junge, der sagt, er genießt es in der Maske, aber es wird die Maskenbildnerin auf jeden Fall freuen. Das ist der David, aber bei Schloss Einstein wird aus ihm der David und so sieht seine Rolle da aus. David ist ein Einzelgänger. Etwas geheimnisvoll. Er provoziert gerne. Mögen die dich hier nur, wenn du rumschleimst? Er ist direkt. Und bei Mädchen? Der Kampfzwerg, na sowas. Der Vollidiot, ich glaub's nicht. So, David, ich möchte jetzt herausfinden, wie du in echt wirklich tickst. Und dafür geht's jetzt ab in mein Testlabor. Für mich. Tadadada! Was kannst du mit dem Schlagzeug anfangen? Ja, mein großer Bruder spielt Schlagzeug. Aha. Und wir haben in der Familie ein Schlagzeug stehen. Und da habe ich mir so die ein oder anderen Beats abgeguckt. Zeigen! Gib mir den Beat! Fang erst mal langsam an, okay? Okay. Schlagzeug kannst du spielen. Ja, ich spiele auch Querflöte. Oh, nice. Wir waren zusammen in der Big Band. Genau. Aber jetzt bin ich ja hier. Ja, stimmt. Du bist nämlich extra sogar von dir zu Hause nach Erfurt gezogen für Schloss Einstein jetzt. Genau. In eine Gastfamilie. Ja. Was fehlt dir denn am meisten so? Also am Anfang hat mir am meisten meine Familie gefehlt. Meine Freunde, meine alte Schule. Aber jetzt, wo dann auch der Drehstart begonnen hatte und so, habe ich mich hier recht gut eingelebt. Von daher denke ich, heutzutage geht's auf jeden Fall. Ja? Du spielst ja bei Schloss Einstein so einen sehr toughen Einzelgänger. Ja. Richtig? Genau. Den David mit A. Ja, genau. Aber ich habe ja gesagt, ich würde gerne mir wünschen, dass du mir irgendwas mitbringst, was mich zum Lachen bringt. Wie süß! Ja. Der Ernie, der hat mich so in meiner Kindheit begleitet. Wann kam das denn bei dir so auf, dass du gesagt hast, ich will Schauspieler werden? Ziemlich früh sogar, weil in meiner Grundschule gab es eine Theater-AG, da habe ich teilgenommen. Und es hat mir einfach immer Spaß gemacht. Von daher denke ich, stand schon früh fest. Du hast also Theater-AG gehabt. Du hast in einer Big Band gespielt mit deinen Geschwistern. Du hast, ich glaube, eine extrem musikalische Schule. Musikschwerpunkt. Und, Musikschwerpunkt sogar. Das ist die Alfred-Wegener-Schule Kirchhain. Willst du mal grüßen? Genau, ich grüße jetzt alle ehemaligen Schulkameraden, den Jahrgang, die Lehrer. Oh. Nur die dich mochte. Und ja, genau. Ihr kam ziemlich gut mit deiner Kleine. Ja, ich vermisse die Schule auch. Ja. Oh. Guck mal, ich habe eine kleine Überraschung. Ja, ich wurde gerade ein bisschen sentimental. Oder? Ich hab's gesehen. Ja, ich muss mich natürlich zurückhalten.
Wirklich, es freut mich riesig. Danke. Weißt du, was ich mache, wenn ich ein bisschen sentimental werde? Die Musik an. Ja? Und tanzen. Ja, ich habe gehört. Ich kann alles rauslassen. Ich habe ja gehört, dass du tanzt. Ich habe gehört, dass du tanzt. Und dann habe ich natürlich gesagt, dass Jess was vortanzen soll, und hat sofort ja gesagt. Genau, du kannst mir was vortanzen. Ich freue mich stark. Dass du das heute mal zeigen kann. Ne? Das. Wir machen Musik an und dann zeigst du mir mal, was du kannst. Und ich und Andy gucken zu und machen mit. Aha. Ich mache dir den DJ. Du hast auch eine Tanzgruppe, oder? Du tanzt richtig so ja, mit der Mannschaft. Ja, eine Tanzgruppe in Marburg. Bist du so ein erste Reihe Tänzer oder bist du eher so der Auffüller im Hintergrund? Nee, ich würde sagen, oder ich hoffe zu meinen oder zu wissen, dass ich eine erste Reihe Tänzer bin. Sehr schön. Ich gucke ganz genau hin. Mann. Liebe Friend. Das möchte ich mal langsam anfangen. Oh yeah. Sag mal, was du drauf hast. Juhu. Können wir noch den Retrack machen, der geht so langsam. Okay. Sehr stark, das mag ich. Wer? Ziemlich gut, ja, da ist er. Und jetzt. Yeah. Sehr cool, yeah. Applaus für David. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ich hoffe, du bist nicht allzu nass geschwitzt, denn einmal kurz rüberpudern und du musst noch in die anderen Klamotten. Wir müssen ans Set, die warten schon auf dich, sonst kriege ich Ärger. Okay. Los. Da ist er wieder, fertig kostümiert und geschminkt, sehr schön. Was ist denn da los? Das darf ich noch nicht verraten. Gehört zur Rolle? Ja. Kannst du mir mal zeigen, wie gut du humpeln kannst? Ja, ich muss mich bereit machen. Zeig her. Großartig. Du kannst alles. Singen, tanzen, schauspielern und humpeln. Gibt es irgendwas, was du noch nicht kannst, was du gerne lernen würdest? Moderieren. Ja, dann mach doch. Jetzt. Nimm einfach die Keule, das ist das Handmikrofon, und führ mich durch den Backstage-Bereich oder so. Als Reporter. Okay. Bitteschön. Nimm auf. Cool. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal in den zum Set. Okay. Wir sind hier gerade am Set von Schloss Einstein. Hier wird gerade ein Bild gedreht. Ja. Hier vorne echt still sein. Ne? Ihr sollt gerne euch. Hier siehst du gerade den Regisseur, der gibt dir jetzt die ganzen Anweisungen. Ah, verstehe. Aha. Sending. Da sind noch einige Komparsen dabei, ne? Das sind nicht alles Einstein-Darsteller, oder? Genau. Aber zum Beispiel hier ist Hugo, der spielt den Hubertus. Da ist der Yannick, der spielt den Dominik. Und das ist wieder ein riesiges Bild, das heißt, der Regisseur muss ganz viel koordinieren. Ja. Und ja. Und es gibt Crepe. Genau. Großartig. Frau Rottbach macht Crepe, darüber freut sich jeder und ist ganz interessant. Alles klar. Cool, wie aufregend. Und bitte! Und Severin, du kriegst einen von Roxy. Marmelade oder Schokolade? Hier hinter mir wird gerade für Folge 813 gedreht. Und das ist natürlich noch total top secret. Ich darf euch da nicht so viel verraten, sonst werde ich einen Kopf kürzer gemacht. Aber für Kika Live Schloss Einstein Backstage konnte ich einen kleinen Vorgucker für euch rausschlagen. Und bitte. Ich hätte es wissen müssen. Du hast mich reingelegt. Das ist eine Szene aus Folge 803. David und Pippi. Ein romantischer Augenblick. Ich finde es schade, wenn du jetzt abhaust. Aber wird David es jemals schaffen, sich Pippi zu angeln? Das verraten wir natürlich noch nicht, aber es gibt noch etwas anderes für euch, denn es werden wieder neue Darsteller für Einstein gesucht. Und David, dein Einsatz? Und zwar, wir suchen einen Jungen, der einen türkischen Schüler spielen kann, sowie zwei Mädchen, die nicht nur toll schauspielern können, sondern die Gebärdensprache beherrschen. Und es werden noch viele weitere Darsteller gesucht. Nächste Woche fangen die Castings hier in Erfurt schon an. Klickt euch einfach mal rein auf schlosseinstein.de. Oh, es geht wieder weiter. Ich gucke euch noch ein bisschen zu und wir sagen noch mal ganz schnell bis bald und schaltet immer ein. Tschüss.